Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Nicht fallen! Danke, Lukas. Gut, aber das wird nicht genügen. Das werden Sie mögen. Ekelhaft. Sieht sicher aus. Gut, dann ab zur Truhe. Als ob Sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Und? Was ist drin? Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv. Misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Ein Lebensretter. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Wow. Was zur Hölle? Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Da sind unsere Kurbeln. Oben, unter dem Gewölbe. Ja, versuchen wir es.
Lukas, was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Boah, ganz schön viele antike Krüge. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Wein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja, manche Dinge ändern sich nie. Da sind immer noch Ratten. Dieser Tontopf, er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Ich glaube, wir brauchen mehr Licht. Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir durch. Ja, los! Die Idee war großartig. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Geht klar. Bewegen wir dieses Monster. Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen? Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Sie hatten hier noch mehr Tiere. Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudan. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Thank you.
brauche Licht, um durchzukommen. Auf zur Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. Alles klar, dann bleib hier. Was ist passiert? Ich habe losgelassen. Los nochmal. Endlich! Auf dein Signal. Hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremse bricht. Wir müssen zum Aufzug. Schnell! Stabil! Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja. Aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen. Ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Ja, der Turm! Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss, ja. Ein Gemüsegarten! Oh, sieh nur! Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Und wie hielten diesen Ort für sicher? Wir kommen dem Turm immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten.
Wie viele Menschen starben hier? An so einem engen Ort. Eingesperrt. Hat der Biss sie wohl alle erwischt. Sie wurden verdammt. Nein. Also, wir warten, bis Arnaud kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arnaud. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Hugos Leben steht auf dem Spiel. Moment mal. Aus dem Weg. Was ist los?
Er wurde ermordet. Wir haben Eindringlinge. Jetzt finde ich euch. Ihr seid. Wir wurden entdeckt. Scheiße! Lauf! Lauf! Ratten! Sie kommen! Was? Das sind Ratten! Verfluchte Ratten! Was geht da? Sie haben Angst vor mir! Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Scheiße! Lauf! Lauf! Was zum Teufel sollen wir jetzt machen? Sie kommen! Wir warten auf Verstärkung! Wir haben Angst vor Licht! Findet Licht! Sie brechen aus! Sie sind uns gefolgt! Nein, wir haben keine bleiben. Zeit! Wir müssen fliehen! Arno wird einen Plan haben! Ihr kriegt mich nicht! So wird er es nie herschaffen! Dass ihr da drüben seid. Hier entlang! Sie haben uns erwischt! Hilf mir! Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Vaudor ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Hugo hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig, so friedlich,
Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist. Dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vaudan zu Hugo. Eine Eingangshalle. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Unter jeder Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Jupiter, passt. Was jetzt? Rechts von Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Ein Schild mit durchkreuztem Speer. Speer, Schild. Mars sollte ein Kreis mit einem durchgezogenen Strich sein. Mars, das ist es. Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Such nach einem Kreis mit senkrechtem Strich. Das müsste Venus sein. Als letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt einen Stab, um den sich zwei Schlangen winden. Merkurs Symbol sind zwei verflochtene Schlangen. Und fertig, das sind alle, glaube ich. Ja, oh, sieh nur, in der Mauer ist eine Tür, wie archaisch. Gut gemacht, finden wir diesen Magister. Magister Vaudan, ich bin Amicia de Rune. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du?
Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Magister Wudda. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Hugo, das ist Magister Wudda. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir.